Wir haben oft in unserem Leben erlebt, wie genial und zuverlässig und bestens der Herr uns geführt hat. Da gab es viele einfache Wege, die sich einfach und schnell für uns erschlossen haben, wo wir einfach schnell weitergekommen sind. Aber dann gab es auch manche gefährlichen oder unruhigen Fahrwasser, wo wir die Leitung Gottes ganz intensiv gespürt haben und erlebt haben. Und auch erlebt haben, wie er es bestens geführt hat. Ich sage dir ein kleines Beispiel. Wir hatten vor, eine Wohnung für unsere Kinder anzumieten und wir waren kurz davor, den Vertrag zu unterzeichnen. Wir hatten gebetet, wir hatten gesucht, wir hatten wirklich alles gut überlegt und jetzt war also diese Zeit gekommen, wo wir den Vertrag unterzeichnen wollten und es kam ein Anruf, der diese Dinge einfach aufgehoben hat. Es kam nicht dazu. Schon kurze Zeit später, ein paar Tage später schon, stellte sich heraus, dass es ein Segen gewesen ist, dass wir diese Wohnung nicht angemietet hatten. Jetzt sagst du bestimmt, ja, aber ihr hattet doch gebetet und ihr habt doch das im Glauben gemacht. Ja, das stimmt. Wir hatten gedacht, dass das, wie wir das vorgesehen hatten, der richtige Weg ist. Aber wir haben dann festgestellt, dass Gott andere Pläne hatte und dass die besser waren. Ein anderes Beispiel war das, dass wir auch einen Job gesucht hatten für eines unserer Kids und wir hatten was in Aussicht und trotzdem hatte es sich nicht so ergeben, aber anders. Und dieses andere war perfekt. Ich möchte dir sagen, wenn du in diesen Situationen bist, wo du Dinge vorangetrieben hast und sie haben sich nicht so ergeben, wie du es geplant hattest, sei nicht beunruhigt. Was wir ganz schnell gelernt haben, ist, dass wir nicht uns in Unruhe, in Stress, in Murren und Klagen und warum ist das jetzt so gekommen und warum ist das nicht anders geworden, dass wir uns davor gehütet haben. Wir haben gelernt. Und das möchte ich dir auch vorschlagen, dass du ganz schnell aus deinem Erstfrust rauskommst, dich ganz schnell wieder an Gott wendest und sagst, Herr, zeig mir dann den richtigen Weg, zeig mir, wie es weitergeht. Denn in den Sprüchen lesen wir einen ganz besonderen Satz, der mir auch immer wieder hilft, der heißt, zustande kommen die Pläne des Herrn. Zustande kommt das, was er für unser Leben geplant hat. Und wir gehen ganz eng mit ihm zusammen und machen Raum für seine Pläne. Denn seine Wege sind höher als unsere Wege und seine Gedanken sind höher als unsere Gedanken. Und deshalb vertrau ihm. Vertrau ihm, wenn da eine Tür direkt vor dir zugegangen ist. Obwohl du erst dachtest, das ist die Tür. Vertrau dem Herrn, dass er dein Leben führt. Dass er eine bessere Sache für dich hat, dass er einen besseren Ausweg hat, dass er eine offene Tür hat, die besser für dein Leben ist, dass du in Stärke weitergehen kannst. Ich wünsche dir, dass du Raum machst, weil Gott mehr für dich hat.